Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Drogerie-Hol, denn ich habe mir einiges bei Rossmann und bei DM gekauft. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich war einmal bei Rossmann, einmal bei DM und habe einmal bei DM online bestellt. Und ich würde jetzt einfach mal mit der Rossmann-Bestellung, mit dem Rossmann-Einkauf beginnen, weil das ist am kleinsten quasi. Also ich habe mir zuallererst aus der Ideenwelt so ein 3-in-1 Freizeitkleid gekauft für 12,99 €. Fand ich ganz hübsch, muss ich sagen, weil das kann ich als Rock tragen und ich kann das, ich weiß nicht... So ist besser, ne? Genau. Das kann ich als Rock tragen und halt auch als Kleid. Also, dass ich mir das dann quasi so um den Hals schnüren kann. Also so Neckholder-mäßig. Ist wie gesagt aus der Ideenwelt. Und ich finde das ziemlich hübsch. Ich brauche jetzt einfach gerade auch so ein bisschen luftig, lockere, bequemere Kleidung, weil der Bauch halt einfach immer mehr wächst und wächst. Und ich fand das Muster ganz süß. Das gab es auch in unterschiedlichen Mustern. Welche Größe habe ich mir mitgenommen? SM. Aber das ist eigentlich... relativ locker immer, wenn man aus der Ideenwelt sich die Sachen holt. Also, ne, weil ich bin ja sonst halt auch recht groß. Ich bin 1,73 und da habe ich halt gemerkt, wenn ich S nehme, ist es halt quasi wie wenn ich woanders M nehme. Also im Prinzip ist es eine Nummer größer. Ich glaube, das dürfte jetzt einfach ganz gut passen. Das fühlt sich auch vom Stoff her sehr angenehm an. Ich kann ja mal gucken, was das für eine Stoffzusammensetzung hier ist. Steht ja in diesen Schildchen dann meistens drin. 100% Viskose. Ja, also fühlt sich schön an, fühlt sich weich an. Mag ich gerne leiden. Definitiv. Kommt jetzt in der Wäsche. Heute ist Waschtag. Ne? Ebenfalls jetzt in der Wäsche kommt das hier. Das gab es bei Six. Hat irgendwie 29,99 €, aber minus 25% Rabatt gekostet. Ne? Weil da gerade Six mega krass reduziert war. Und das ist so ein Strandüberwurf-Vieh. Und das kann ich mir halt auch schön als Morgenmantel oder sowas vorstellen, denn ich laufe aktuell halt echt so super viel, gerade morgens mit meinem roten Kuschelbademantel durch die Gegend und sehe so ein bisschen wie Mrs. Flodder aus und mein Freund nennt mich auch manchmal so. Also, ne, so ein bisschen schicki wäre gar nicht so verkehrt und das fand ich eigentlich ganz hübsch gemacht und der ist relativ lang, ne, also mir gefällt der optisch. Kann man, wie gesagt, als Strandüberwurf, Strandtunika nehmen oder halt auch als, nicht Strand, sondern halt zu Hause. Genau, ist halt, ja, mein Freund kann vielleicht auch, der ist manchmal frech, ne? Könnte sein, dass der sagt, ich sehe aus, als hätte ich eine Gardine übergeworfen. Nein, aber ich fand das ganz hübsch, deswegen habe ich das einfach mal mit eingepackt. Dann habe ich mir 3 Lidschattenpaletten aus Limited Editions mitgenommen. Ich kann euch in der Infobox und auch vielleicht im E mal gucken, da Videos zu einblenden, wo ich das vielleicht gerade trage oder so. Denn ich habe da jetzt kein explizites Video zu gemacht. Ich habe gesehen, dass super viele da schon Schminkvideos zugedreht haben. Da habe ich mir gedacht, ja gut, musst du jetzt nicht unbedingt die 10. sein, die das macht, gefühlt, ne? Und so schnell war ich halt auch einfach ehrlich gesagt nicht. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich mir die LEs gekauft habe. Erstmal hier von Greetings from Lisbon die 02 Beach Club Date Palette. Das ist eine, die halt mehr so in das Rosane reingeht, also ein bisschen wärmer, weil die haben ja in der LE 2 Paletten gehabt. Da habe ich auch ja schon einige Töne ausprobiert. Ich habe damit so einen gelb-grün-pinken Look geschminkt und den fand ich ganz cool. Die Schimmertöne fand ich persönlich ein bisschen mau, also die haben wenig Kabittjes dahinter, wohingegen ich die matten Töne sehr, sehr intensiv fand. Also die haben richtig Spaß gemacht, da habe ich meine Freude mit haben können und ja, ist halt eine schöne Palette, ist jetzt nicht unbedingt eine Palette, wo ich sage, Mensch, rennt los und holt euch die, wenn ihr schon super viele bunte Paletten habt, aber... Wenn ihr gerne so bunte Paletten mögt und da einfach Bock drauf habt, macht ihr da nichts mit verkehrt, weil die sind super günstig. Und das hier ist halt die andere, die 01, wie heißt die? Oceano Atlantico. Die ist halt mehr so in diese grün-bläuliche Richtung, also viel mehr grün eigentlich. Ne? Also das, ja, habe ich auch dann verwendet. Auch hier, also da fand ich die Schimmertöne sogar ziemlich schwierig. Hier sind mehr Schimmertöne drin enthalten als in der warmen Variante, ne? Ja, auch hier war das genau so, dass die Schimmertöne halt nicht so mega bam waren. Mir fehlt hier auch ein super heller Ton, weil dieses Silber ist halt schwierig auf dem Auge, weil das halt nicht... Also als Inner Corner Highlight kann ich das nicht wirklich gut nehmen, weil das halt aussieht, als hätte ich dann quasi mir so einen grauen Schatten gemalt, wenn ich halt irgendwie falsch ins Licht gucke, ne? Genau, aber ansonsten ist es eine schöne Palette, die sehr krass pigmentiert ist. Die ist
schon sehr dunkel, finde ich. Ne? Also das, ja. Aber es ist eine schöne Palette, definitiv. Also die sind jetzt einfach jetzt bei mir eingezogen. Und Rival de Loop hat auch noch diese Aqua Lagoon Eyeshadow Palette rausgebracht. Also die Aqua Lagoon Limited Edition. Da habe ich euch auf Instagram auch einen Post zu gemacht. Ich hau die ganze Zeit hier gegen mein Mundwasser, was ich euch gleich noch zeigen werde. Und zwar, ja, Aqua, ach Quatsch, ja, die Aqua Lagoon ist für mich so ein teilweise Dupe zu der The Moment von Dominique Cosmetics. Falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgen solltet, ich heiße da AIDOIKP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da poste ich dann halt gerne einfach mal, wenn mir irgendwie sowas in Sinn kommt, weil ich hatte mich damit geschminkt, als ich halt nach Hause kam, nach dem Einkaufen, ne? Und habe dann so beim Schminken schon gedacht, die Töne kommen mir bekannt vor. Und ich bin ja gerade dabei, hier auch so mein ganzes Zimmer einzurichten. Und da fiel mir dann die The Moment Palette halt direkt auch in die Finger. Da habe ich mir gedacht, der Wahnsinn in Tüten, weil die kostet ja nur ein Zehntel davon, ne? Also natürlich, die Texturen, die Qualität, vollkommen unterschiedlich, ist klar, ne? Aber wir haben hier eine gute Qualität von den Schimmertönen, das kann man, von den Mattentönen, das kann man nicht anders sagen. Die Schimmertöne sind auch hier wieder ein bisschen zurückhaltender, aber trotzdem ist es eine wirklich schöne Palette, wenn man auf dieses Farbschema von der Dominique Cosmetics The Moment Palette steht, aber nicht direkt 50 Tacken dafür ausgeben möchte, dann sollte man sich vielleicht erstmal diese LE angucken, schauen, ob einem überhaupt die Farben stehen, ob man die halt wirklich auch verwenden würde, ne? Und wenn man dann merkt, Mensch, ja, und ich habe auch richtig Bock darauf, geile Texturen auszuprobieren, dann gönnt euch die The Moment Palette, könnt ihr euch auch gerne bei Purish gönnen, könnt ihr gerne auch meinen Code CLAUDISWELT15 verwenden, falls ihr dann zu dem Zeitpunkt auch 15% Rabatt mit dem Code bekommen solltet. Aber es ist halt einfach, ja, ich mag das Farbschema einfach gerne leiden, ne? Und ja, hier fand ich tatsächlich die Schimmertöne deutlich besser als bei der Rival Loves Me Geschichte. So, ihr seht, es war halt echt nicht viel, was ich bei Rossmann gekauft habe, weil ich bin nur eben kurz in den Laden mal reingesprungen, ne? Ich habe hauptsächlich bei DM Sachen gekauft und als ich da vor Ort war, habe ich mir zuallererst was zu trinken mitgenommen. Es war tatsächlich, ich wohne ja, also vorne anfangen zu reden, Claudinchen. Ich wohne quasi an der Grenze zwischen NRW und Niedersachsen. Ich war bei meiner Frauenärztin, danach bin ich halt in den DM reingehüpft und hatte halt Durst. Deswegen habe ich mir erstmal von DM Bio diesen Traubensaft mitgenommen. Ich wollte aber eigentlich sagen, dass es super schwer für mich jetzt wäre, euch die Preise zu nennen, weil die DM-Märkte vor Ort haben andere Preise als die Preise, die ihr online findet. Außerdem ist es so, dass NRW und Niedersachsen unterschiedliche Preise in den Filialen zu den jeweiligen Produkten haben. Total verrückt. Dann ist es auch noch so, dass ich natürlich, wenn ich dann im Laden bin, auch Rabattcoupons habe, genauso wie ich das auch online habe. Und das Ganze dann immer so aufzudröseln, ist schwierig. Deswegen, genauso bei Rossmann ja auch das Gleiche, ne? Da hast du auch immer wieder diese Rabattcodes und so. Deswegen habe ich das bei diesem Haul jetzt auch einfach mal gemacht, dass ich die Preise nicht mit eingeblendet habe. Ich hoffe, das ist okay. Auf jeden Fall, ja, ist es super lecker gewesen. Der hat echt gut geschmeckt, kann ich euch voll empfehlen. Kostet auch echt nicht die Welt und im Laden selber ist es ja immer recht kühl und jo. Deswegen habe ich mir den dann auch direkt getrunken, als ich dann im Auto saß. Ich bin nämlich auf der Jagd gewesen. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon vor Ort im DM mal gewesen bin während meiner Schwangerschaft. Man kann nämlich über diese Glückskind-Geschichte, wenn man sich quasi bei DM anmeldet, dass man Mama wird, kann man halt entsprechend auch solche Goodies bekommen. Und da ist halt dieser Stillschrei gewesen. Und mein DM hier bei uns hatte das nie, nie. Ich bin ständig da gewesen. Nie hatten die das. Und ich hatte dann wirklich das Glück, dass dieser Stillschal der einzige war, den die in der kompletten Filiale hatten, wo ich dann tatsächlich jetzt letztens war, um halt einen zu kaufen. Und das ist tatsächlich sogar ein Ausstellungsstück, ne? Ich meine, das wird so oder so vorher gewaschen, ist uns allen bewusst. Aber es ist wohl so, dass bei uns hier auch in der Gegend ein krasser Babyboom ist, sodass halt alle Schale vergriffen sind. Ja, ist auf jeden Fall so ein Ding, womit man sich dann das Kind so umbinden kann, dass das irgendwie besser hängt. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass man das so nimmt. Das ist ja riesig, das Ding, ne? Dann kann man das Kind da so reinlegen und dann kann ich mir das irgendwie so umlegen und dann kann er an Mops und was trinken. Irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Passt übrigens gerade echt farblich zu meinem Oberteil. Ja, und Alana ist ja auch so eine Marke, die gibt es ja bei DM immer wieder. So eine natürliche Geschichte. 100% Baumwolle finde ich auch nice. Ich weiß gar nicht, wie man das dann waschen kann. Das steht hier. Ich habe ja gerade hier auch meine, ne, Wäsche am Laufen. 60 Grad.
ich glaube, Schongang heißt das. Ja, also ich werde es auf jeden Fall dann ganz normal bei 60 Grad oder 40 Grad waschen. Ich glaube, nicht in Trockner steht hier drauf. Weiß ich jetzt ehrlich gerade nicht, was das... Ich glaube, doch, man darf das in Trockner packen, ne? Aber in Schongang. Ja, kriege ich alle wohin. Ist auf jeden Fall so ein Stillschal. Und ansonsten habe ich hier noch so ein Schreibfeed mit drin und so eine Tasche. Gut, die kannst du auch gebrauchen, wenn du willst. Gleich öffnen und Vorteile entdecken. Achso, da habe ich dann wahrscheinlich jetzt auch wieder Pons oder so ein Kram drin, ne? Ja. Das war halt das, was man für Umme bekommt, wenn man sich bei DM anmeldet, dass man schwanger ist. Und bei Rossmann, Rossmann gefällt mir da tatsächlich wirklich besser, weil du da wirklich wöchentlich auch diese Info bekommst, wie groß ist das Baby und Informationen übers Kind und was verändert sich gerade in meinem Körper, was verändert sich gerade beim Baby, ne? Und ja. Das legen wir Ihnen gern ans Herz. Ach so, übrigens, es werden junge Leute. Es ist ja immer so, dass ich gerne auch solche DM-Halls und Co. nutze, um zu sagen, dass ich schwanger bin. In dem Fall sage ich jetzt einfach mal, es wird ein Junge. Wir wissen es jetzt. Voll cool. Das legen wir Ihnen gern ans Herz. Ihr Glückskindgeschenk haben wir hier. Bewusste Textilproduktion bei DM. Genau, und hier steht halt genau, was man damit machen kann. Das Glückskind Still- und Kuscheltuch, stilvoll und praktisch. Ja, ne? Genau, so kann man das dann halt anwenden. Gut betreut mit ihrer Hebamme. Ja, ich habe eine tolle Hebamme, die mag ich gerne leiden. Und stillen in den ersten Tagen. Ja, sowas, das macht halt alles meine Hebamme, ist klar, ne? Das kam halt auch bei mir, Gott sei Dank, recht zügig. Vorteile für Familien, was ist das denn? Das kostenlose Familienprogramm Glückskind von DM begleitet Familien von der Schwangerschaft bis zum 12. Geburtstag. Ach, guck mal. Das ist auch mal interessant. Ja gut, ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ne? Was es da halt immer so gibt. Und ja, auf jeden Fall sind wir da jetzt mit dem Stillschal erstmal, ne? Ganz glücklich gemacht worden. Ja. Es ist aber nach wie vor so, dass ich ja auch hauptsächlich diesen Kanal und so verwenden werde. Hier geht's um Beauty, Leute. Hier werdet ihr nicht irgendwie die ganze Zeit Baby- oder Kinderkram sehen, hoffe ich. Ich hoffe, dass es alles auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Müssen wir einfach mal schauen. Aber ich habe damals diesen Kanal gegründet, einfach um selber auch so einen Rückzugsort zu haben. Und ich habe gemerkt, dass fast 25.000 Leute sich mir angeschlossen haben und mit bei meinem Rückzugsort dabei sein wollen, genauso wie du, offensichtlich, was ich sehr cool finde. Aber falls du mich noch nicht abonniert haben solltest, mach das doch sehr gerne. Kannst du hier einmal gerne nachholen. Ich finde das immer großartig, wenn die Community wächst. Auf jeden Fall möchte ich tatsächlich dann auch dabei bleiben, ne? Also ich werde ab und an mal was zur Schwangerschaft sagen. Ich werde ab und an was zum Kind sagen. Ihr werdet auch Produkte sehen, die ich dann fürs Kind mal gekauft habe oder so. Aber hier wird es kein Baby-Content oder sonst irgendwas geben, weil ich das einfach nicht möchte und das ist halt auch einfach nicht der Kern meines Kanals und auch nicht der Ursprung meines Kanals. Deswegen, hier bleiben wir bei Beauty, wir schminken uns zusammen und machen uns bunt und das finde ich großartig. Dann war ich nämlich in der Trend It Up Beauty Geschichte unterwegs. Ich habe euch auch auf Instagram immer so ein paar Eindrücke mit abgefilmt, was ich echt jetzt gerne mache, muss ich sagen. So als real. Und genau, da habt ihr dann die LEs auch gesehen, die ich gefunden habe. Genau, Malibu Vibes Multicolor Bronzer Sunkissed Look habe ich hier einmal. Das ist dieser hier. Ja, den werde ich demnächst mal mit euch ausprobieren, wenn ich halt so ein Drogerie-Neuheiten-Video mal wieder mache, ne? Ich glaube, der hat Schimmer mit drin, wenn ich das richtig sehe. Jo, das ist ein richtiger Glow-Bronzer. Da muss ich gucken, ob ich das mag. Ne? Das sieht fast schon aus wie ein Highlighter. Finde ich immer etwas schwierig, weil das sehr texturbetont ist und fältchenbetont, Leute. Hier ist der Multicolor Blush, strahlendes Finish. Ich glaube, der hat auch einen leichten Schimmer, aber ich glaube nicht ganz so intensiv, wie das jetzt bei dem Bronzer ist. Genau, also das geht halt wirklich noch und der sieht echt schön aus. Naja, wir gucken mal, wie das dann im Gesicht aussieht. Bei der Kasse habe ich dann tatsächlich gesehen, dass diese Maske runtergesetzt war. Und ich hatte das letztens bei jemandem auch im YouTube-Video gesehen, dass sie das getestet hat und gut fand in irgendeinem Aufgebraucht-Video, Leute. Ne? Von 1,95 auf 70 Cent reduziert, läuft. Hydrogel-Gesichtsmaske, gut, mit Kokoswasser, Papaya-Extrakt und Hyaluron. Was willst du machen, ne? Aber ja, Kokos mag ich eigentlich nicht so gerne vom Duft her. Mittlerweile gewöhne ich mich da irgendwie immer mehr dran. Ich glaube, mein Bäuchlein mag Kokos. Dann, ja, das Mundwasser, was ich die ganze Zeit hier anhaue, ne? Dontudent Sensitive Intensivschutz. Ich mag halt deutlich lieber diese Mundwasser, die sensitiv sind, weil ich habe halt etwas freiliegende Zahnhälse. Da, ja, das böse Rauchen hat mir da echt ein bisschen
das Ganze etwas erschwert, sage ich jetzt mal. Ne? Aber wenn ich halt nicht die Möglichkeit habe, gerade so ein Sensitiv-Gesichtswasser zu nehmen, nehme ich halt ein anderes. Aber so wie aktuell halt, ne? Weil die, ich glaube, bei Aldi oder so gibt es zum Beispiel keine Sensitiv-Gesichtswasser, vor allem Mundwasser. Wow, zum Toner erstmal schön mit Gurgeln, ne? Läuft. Nein, ja, genau. Finde ich gut. Hatte ich, glaube ich, auch sogar schon mal leer gemacht. Oder das von Rossmann, keine Ahnung, aber ich mag das auf jeden Fall richtig. Dann gibt es von Langhaarmädchen so eine Limited Edition. Das ist, ja, da habe ich mir die hier mitgenommen. Einmal Shampoo und Conditioner Silky and Strong. Das ist dieses hier. Genau, die habe ich mir jetzt beide mitgenommen. Shampoo und Spülung. Hier finde ich einfach schön, wir haben bei beiden 200... Nee, da sind... nur 250 und da sind 300 drin. Ich wollte gerade nämlich loben, dass die bei beiden gleich viel reinpacken, weil bei mir halt, ich benutze beides immer gleich viel. Ne? Ich benutze sogar fast ein bisschen mehr Conditioner. Weil ich halt Shampoo nur auf der Kopfhaut verwende und Conditioner halt ab Ohr und dann Längen und Spitzen. Und meine ab Ohr Längen und Spitzengeschichte ist halt länger, ne? Egal. Auf jeden Fall riecht das echt gut. Ich weiß gar nicht, womit das ist. Das riecht irgendwie auch ein bisschen süß. Ich mag das auf jeden Fall. Phytokeratin, aber ich glaube, das hast du irgendwie gefühlt bei jedem Gedönsen von Langhaarmädchen mit dabei, ne? Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall ausprobiert und werde ich euch dann von berichten, wie ich das so fand. Dann habe ich etwas auch jetzt schon öfters mal gesehen in Make-up-Videos. Ich glaube... das in Moldawid hat das letztens auch, glaube ich, getestet. Garnier Ambre Solaire Over Makeup Super UV. Lichtschutzfaktor 50. Das fand ich super interessant und ich musste echt suchen, bis ich das gefunden habe. Habe das dann aber tatsächlich auch gefunden bei den ganzen normalen Lichtschutzfaktoren. Aber ich dachte, aufgrund des Preises von, ich glaube, 6,95 oder so, dass das irgendwie größer ist. Ist es aber nicht. Es sind wirklich nur 75 Milliliter drin. Feuchtigkeitsspendendes Spray mit Hyaluronsäure. Und das soll man halt wirklich über Make-up drüber geben können. Und das Ding ist ja einfach, wenn ich mich schminke, dann gebe ich mir natürlich morgens, bevor ich mich schminke, Fett Lichtschutzfaktor 50 plus auf mein Gesicht. Und dann schminke ich mich. Aber ich kann jetzt ja nicht noch oben drüber, weil ich habe ja, ne, ich kann doch jetzt nicht hier drüber noch Lichtschutzfaktor geben. Du sollst aber theoretisch alle 2 Stunden den Lichtschutzfaktor wieder draufpacken, erneuern, so heißt das Wort, wenn man wirklich draußen in der Sonne ist. So. Und da habe ich halt echt ein Problem immer gehabt, weil ich mir gedacht habe, ja Mist, was mache ich denn nun? Ne? Ich kann ja nicht das Make-up dann runternehmen, wenn ich unterwegs bin, um dann halt wieder, ne, und dann alles wieder von vorne. Bin ich ja im Prinzip die ganze Zeit dabei, mich zu schminken. Und deswegen finde ich diese Erfindung so gut, so gut. Ich hoffe, dass es wirklich auch so funktioniert. Ne? Da müssen wir mal schauen. Wird auf jeden Fall jetzt in Anwendung kommen. Ich finde es großartig. Dann habe ich hier noch eine andere Limited Edition gesehen von Alverde. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Alverde mittlerweile mehr. So, also war ich vorher auch nicht. Dann habe ich ja das Fullface Alverde gemacht und wurde jetzt nicht unbedingt positiv überrascht. Die haben jetzt aber eine coole Limited Edition rausgebracht. Und zwar diese Melonengeschichte. Da habe ich einmal das Gesichtsspray mit Melone mitgenommen. Da sind halt auch nur 50 Milliliter drin. Ist echt nicht viel, ne? Aber ich fand es halt cool. Und den Lipgloss Red Melon. Also das war, gibt 2 verschiedene Farben. Ich habe dann dieses Rot mitgenommen. Da hatte ich auch echt Bock drauf, weil ich glaube auch, dass Moldavid das ausprobiert hatte. Ja, ich habe relativ viel dekorative Kosmetik tatsächlich mitgenommen. Judith Williams? Man weiß es nicht, wie ich den Vornamen ausspreche, hat neue Make-up-Produkte rausgebracht. Bislang war das so, dass die Make-up-Produkte von ihr mir gefallen haben, aber nicht immer gepasst haben, weil sie immer nur eine Nuance rausgebracht hat und das war mir dann oft einfach zu dunkel. Ne? Hier hatten wir jetzt, glaube ich, 2 Farben. Muss ich auf jeden Fall mit euch ausprobieren. 100% bestätigen, ein ebenmäßiges Hautbild. Gucken wir mal. Anti-Aging Foundation Lifting Complex. Die hat 2 verschiedene Foundation-Geschichten rausgebracht. Oder 3, glaube ich sogar. Ich habe die Farbe 01 Light mitgenommen. Ja, die fand ich irgendwie am ansprechendsten. Ne? Deswegen ist sie jetzt hier. Weil sie hat halt auch diese Reihe rausgebracht mit Hyaluron. Da habe ich mir den Concealer mitgenommen. Bei Dark Circles Concealer. Die Concealer von ihr sind cool. Der sieht nur sehr dunkel hier gerade aus. Egal, wir müssen mal gucken. Ich meine nämlich, dass hier gab es auch wieder 2 Nuancen. Da sind 5 Milliliter auch nur drin, also wirklich ein kleines Produkt. Dafür halt gar nicht mal so günstig, ne? Natürlicher Look, Weichzeichner, aufhellend. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Ich glaube,
tatsächlich, dass es zwei Nuancen gab, aber hier steht auch keine Nuance drauf. Dann gab es wahrscheinlich nur eine Nuance mal wieder. Aber den, den ich auch von ihr habe, den finde ich gut. Und eine Mascara habe ich mitgenommen. Da gab es zwei verschiedene Versionen. Ich habe die Lengthening mitgenommen mit Rizinusöl. Maximale Länge, Wimperndefinition, intensiv schwarz. Weil halt Rizinusöl ja auch wimpernpflegend ist und weil ich aktuell kein Wimpernserum verwenden darf, verwende ich ja eh Rizinusöl. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, macht ja eigentlich wohl Sinn, dass ich mir dann auch eine Mascara mitnehme, die das enthält. Hier können wir uns ja mal das Bürstchen angucken, wie das so aussieht. Ein Gummibürstchen, was tannenbaumförmig ist. Riecht wirklich angenehm, mag ich gerne leiden. Ne? Also jetzt nicht irgendwie so ein stechender Geruch oder so. Ja. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Erinnert mich ein bisschen an die Benefit Bad Girl Bang Mascara, glaube ich. Aber die ist ein bisschen definierter noch von den Borsten her. So, jetzt kommen wir zur Online-Bestellung. Da habe ich zuallererst was mitgenommen. Ich trinke mir kurz einen Schluck. Ich habe hier ein bisschen was, ne? Mhm. Was ich super interessant fand, wir können tatsächlich ja nur online die ganzen Bücher bestellen. Und viele, viele, viele Produkte gibt es nur online. Ja. Dieses Buch fand ich aber einfach süß, weil wir werden dann ja auch ab November unserem Kind Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Am Anfang wird die Geschichten natürlich nicht so ganz verstehen. Trotzdem habe ich mir gedacht, komm, da möchten wir halt ja auch irgendwas haben, was wir irgendwie süß finden. Und das ist halt eine Geschichte mit einem Wolf und einem, was ist das? Eichhörnchen oder so? Von Oliver Scherz, ein Freund wie kein anderer, mit Bildern von Barbara Schulz. Ich fand das so süß. Das ist, glaube ich, 14 Euro oder so gekostet. Ja, 14 Euro. Ja, ich freue mich schon drauf. So, dann habe ich noch mitgekauft Kosmetiktücher. Können wir immer mal wieder gebrauchen. Ne? Also, dass ich hier eins habe. Unten haben wir mehrere stehen. Am Bett habe ich was stehen. Dies, das, Ananas. Immer mal wieder zum Naseputzen. Es ist halt auch einfach eine schnelle Geschichte. Eben bei unser Neffe da. Ist es Neffe? Ich glaube schon. Der zukünftige Cousin von meinem Bauchzwerg. Und da brauchst du immer Tempos oder halt Kosmetiktücher oder was auch immer auf dem Tisch. Denn ne, in dem Fall war es so, dass er irgendwelche Bonbons naschen wollte und dann gemerkt hat, dass er noch nicht so wirklich mit seinen kurz vor 4 Jahren Eisbonbons mag. Wurde dann direkt ausgespuckt, weiß er Bescheid. Ich bestelle mir eigentlich auch immer Slip-Einlagen mit. Das sind jetzt die Classic-Slip-Einlagen. Ja, deswegen habe ich die jetzt auch hier im Haul da drin. Ja, wir sind ja am Waschtag, ne? Allerhand Waschmittel habe ich auch geholt. Das ist jetzt das Pulver-Color-Waschmittel für leuchtende Farben. Ja, also wir waschen meistens eh alles gefühlt bei 30, 40 Grad, ne? Dann habe ich hier Ultra-Sensitive. Das habe ich auch tatsächlich als Flüssigwaschmittel schon, aber es gibt es auch als Pulverwaschmittel. Das finde ich noch besser, weil da hast du mehr was von, ist tatsächlich so. Und ich finde mal, dass es umweltschonender ist. Karton-Fallschachtel statt Folienbeutel. Auch das finde ich schön, tatsächlich, ne? Jo, kann man auf jeden Fall gut machen. Dann habe ich, ja, das ist jetzt umwelttechnisch nicht ganz so optimal, aber ich brauche es halt einfach, sonst raste ich aus, weil ich mag einfach nicht, wenn irgendwas stinkt. Wer mag das schon? Aber ich bin da halt auch sehr schwierig. Und jetzt habe ich einfach mal Vernell mitgenommen. Langanhaltende 24-7 frische Vernell Weichspüler, frischer Morgen. Ne? Ich nehme sonst auch gerne von Lenore die Aprilfrische. Aber jetzt habe ich mal hier von Vernell das mitgenommen. Das riecht schon geil. Also es ist einfach so schön aquatisch frisch. So mag ich das einfach. So sollen unsere Wäsche riechen. Oder sie sollen nach gar nichts riechen, wenn ich zum Beispiel Badmatten wasche oder Sammys Decken. Dann packe ich hier von Dr. Beckmann den Geruchsentferner mit dabei. Und das habe ich bei Nathalie Nord Beauty, glaube ich, mal gesehen. Weil die gibt es auch tatsächlich beim Action zu kaufen. Das Baby tritt mich gerade. Junger Mann, so nicht hier rumtreten. Auf jeden Fall mag ich das auch ganz gerne, vor allem halt für Sammys Sachen. Hier sind jetzt 500 Milliliter drin, das ist ja eine recht große Packung, ne? Da habe ich auch eine Weile was von. Und wenn alle Stricke reißen, nein, das hat mein Freund sich tatsächlich gewünscht, dass ich sowas kaufe, dann nimmt man halt so ein Geruchs... Übertünchungsvieh. Ne? Das ist jetzt ein Textilerfrischer, Aprilfrisch, Febreze in Kombination mit Lenore. Lenore Aprilfrisch ist halt mega geil. Das haben wir als Weichspüler auch gehabt. Produkt auf Wasserbasis, entfernt Gerüche, recycelbar, dermatologisch getestet, neue Formel, läuft. Ist ein bisschen ausgelaufen, das ganze Paket hat so gerochen. Ich finde, es hat super gerochen, auch wenn es in einer extra Tüte war. Jetzt rieche ich aber nichts mehr. Das ist auch verrückt, ne? Auf jeden Fall fand ich das cool. Mein Freund sagte nämlich letztens, dass, weil wir renovieren jetzt ja auch die Räume und so, ne?
dass er in seinem jetzt Büro, damals mein YouTube-Zimmer, ein bisschen noch einen anderen Duft bräuchte und so. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal mitbestellt. Nagellacke habe ich mir tatsächlich auch gekauft. Das ist einmal so ein richtig schöner Grünton von Art Deco. Neon Look Nail Lacquer in der Farbe 60. Ihr seht, ich habe jetzt gerade keinen Nagellack drauf. Den werde ich mir jetzt auch sehr, sehr, sehr bald drauf machen. Dann wahrscheinlich halt auch bei Insta posten. Genauso den hier. Und der sieht richtig aus wie so Milchstraße von Trend It Up. Easy and Speedy Nail Polish. Da habe ich auch von einer wundervollen Followerin ein ganz tolles Geburtstagspaket bekommen, wo die mir ganz viele Easy and Speedy Nagellacke reingepackt hat. Und die gefallen mir. Das ist jetzt der Farbton 130. Und der changiert halt echt so schön grün, blau, hat dann diese silbernen Glitzerpigmente drin. Ist eigentlich eher was dann für Richtung, ja, ich habe schlimme Nägel, ne? Wirklich so trocken. Ich nehme wieder Bierhefetabletten, dann funktioniert das besser, dann werden die auch wieder ein bisschen haltbarer, die Nägel. Auf jeden Fall ist es für mich eher so ein, ja, Nagellack, den man dann Richtung Winter gut verwenden kann. Da bist du ja auch ein bisschen dunkler unterwegs. Ne? Oder Herbst ist auch voll schön. Und da kann ich mir halt vorstellen, die kompletten Nägel so zu machen. Und nicht, wie ich das ja sonst mache, jeden Nagel in einer anderen Farbe. Ne? Dann habe ich mir ein Glas Apfelmus mitgenommen, weil ich da einfach, oder Apfelmark, es ist ja hier kalt gerieben, Äpfel vom Bodensee, fand ich sympathisch, von DM Bio 360 Gramm. Ich esse so viel mit Apfelmus, ich liebe Apfelmus. Apfelmus ist eine wundervolle Erfindung des Universums, weil ja, ich damit halt groß geworden bin. Ne? Wir haben damals immer in Massen Apfelmus gemacht bei uns zu Hause und das ist für mich halt einfach, ja, ich esse Nudeln, Vanillepudding. Alles mit Apfelmus, Braten, alles, alles, alles. Liebe ich wirklich und ja, deswegen muss das sein, dass ich mir mal wieder ein Backup mitgenommen habe. Denn ich habe jetzt tatsächlich vorgestern, ja, da hat mein Freund nämlich irgendwas mit Kartoffelspalten gemacht und dann habe ich mir halt Apfelmus dazu drauf gemacht auf den Teller. Er kriegt dann immer einen leichten Brechreiz, aber ich kriege dann immer so, dass ich mich mega freue, weil ich liebe es. Ja, weiß nicht, braucht man das? Ich auf jeden Fall. Limited Edition Klopapier, ne? ist eine süße LE, also schade finde ich halt bei diesen sanft und sicher LEs, dass es hauptsächlich dann nur auf dieser Verpackung drauf ist und nicht auf den Klopapierrollen. Das finde ich echt schade. Ja, hier haben wir 8 Rollen, 180 Blatt, hello, die sind ein bisschen teurer, ich weiß das wohl. Es ist eigentlich total dämlich, aber nee, guck mal, wir haben hier diesmal wirklich so ein, oh, guck mal, so ein Känguru. Es ist ja wirklich eine Känguru-Mama mit Baby. Und das war ja so dermaßen klar, dass ich mir das gönnen muss. Es ist hohl, ich weiß. Es ist furzegal, im wahrsten Sinne des Wortes, mit was für einem Klopapier man sich nachher den Hintern abputzt. Aber irgendwie habe ich da ein süßes Gefühl bei. Ich glaube, diese Müllbeutel habe ich in einer viel zu großen Größe gekauft, weil ich glaube, 60 Liter... ist zu viel. Ich glaube, 30 Liter ist eigentlich das, was wir brauchen. Egal, ich habe jetzt hier 60 Liter von Profissimo mit Zugband, vorgetrennte Beutel. 30 Stück sind hier drin. Oder das ist eine andere Verpackung. Ich weiß es nicht, weil die erscheinen mir gerade so riesig, ne? Weil wir haben bei uns in der Küche halt unter der Spüle, wo jeder seine Mülleimer hat, dieses oder so ein System von IKEA. Das ist aber halt auch wahrscheinlich schon wieder das alte System, weil wir die Küche vor 5 oder 6 Jahren gekauft haben, als wir halt hier ins Haus gezogen sind. Und ich meine, dass die großen beiden Mülleimer, die da drin sind, eigentlich eher 30 Liter sind. Dann habe ich 25 Liter mitgenommen. Das ist dann für die Kleinen, also quasi für den Restmüllbeutel. Das ist jo, auch wieder 25 Liter mit Zugband. Läuft, ne? Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Wir brauchen sowas halt immer mal wieder. Mit Zugband finde ich irgendwie charmanter. Hier sind 26 Stück drin. Finde ich charmanter, weil dann kannst du es halt einfach zuziehen, wenn du in der Küche bist und dann bringst du Müll raus. Ja. Ich habe eben gesehen, wir haben eigentlich noch genug Biomüllbeutel. Da muss ich auch gleich noch was zu sagen. 10 Liter mit Traggriff aus Biofolie. 10 Stück sind hier jeweils drin, auch von Profissimo. Ja, das ist ein kleines Problem, denn ich meine, dass wir jetzt letztens so eine gelbe Karte bekommen haben dafür. Obwohl hier drauf steht mit Biofolie. Also das finde ich halt auch immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, manche Kommunen sind da ein bisschen strenger als andere. Oder es sind die Kontrolleure, die so komisch manchmal sind, weil bislang hat das immer super funktioniert, hat sich keiner beschwert. Jetzt auf einmal hatten wir da so ein Gedönsen, so dass das nicht gut ist. Egal, dann habe ich mir noch 2 Duftkerzen geholt. Die hier hatte ich mir deutlich duftender vorgestellt.
Riecht aber nach ungefähr nichts. Aber dafür hat sie ein wunderschönes Glas, was ich dann auch super weiterverwenden kann. Das mag ich gerne. Das ist hier mit Passionsfrucht, steht hier vorne auch drauf. Ne? Aber das Glas gefällt mir wirklich von der Optik her richtig gut. Kann ich mir auch vorstellen, das hier im Hintergrund zu machen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn es dann in der Woche 40 Grad werden soll. Aromat, Duftkerze, Passionsfrucht nennen die sich. Jo, die habe ich halt, wie gesagt, dann auch online bestellt. Ne? Finde ich wunderschön, wirklich. Sehr hübsch. Und von Glade habe ich mir jetzt hier noch eine Duftkerze gekauft. Die hat auch ein hübsches Glas. Aber jo. Ja, das riecht auch intensiv. Das Wassermelone ist so geil. Duftnoten von Wassermelone und Gurke. Für mich riecht die halt nach Wassermelone, kann man nicht anders sagen. Also so sieht das Glas aus. So sieht das Design quasi von dem Umschlag aus. Oh. Ist aber extra so ein Stay Cool Duft steht hier drauf, ne? Stay Cool Watermelon, also dass du quasi das extra als Sommerduft hast. Also ich mag den Duft richtig gerne. Finde ich super angenehm. Jo. Das war gerade hier von meiner Lampe. Guten Morgen. Okay, ja, und das war jetzt auch schon das letzte Produkt aus meinem Drogeriehaul, ne? Ich hoffe, dass ich euch vielleicht so ein paar Inspirationen mitgeben konnte, ein paar, keine Ahnung, Infos mitgeben konnte. Und dass es euch hier gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!